17 Finanzkanäle habe ich gestern deabonniert. Ja, richtig gehört, deabonniert. Das heißt, mich verabschiedet Tschüssikowski von diesen 17 Finanzkanälen, die ich mir teilweise in den letzten Jahren, Monaten oder Jahren sogar rund um die Uhr reingezogen habe. Und warum, weshalb, seht ihr gleich nach dem Intro. Bis gleich. Ja, hallo und grüß euch. Ja, warum habe ich 17 Finanzkanäle und weitere werden wahrscheinlich folgen gestern deabonniert? Ich habe mir mal ein bisschen ausgerechnet, hierzu mal verschiedene Punkte. Ich habe mir mal ein bisschen ausgerechnet. Ich habe wahrscheinlich Minimum, ich habe es nicht nachgerechnet, aber Minimum 1000 Stunden verbracht, diese Kanäle zu gucken pro Jahr. Wahrscheinlich noch viel mehr. Und wenn ich das jetzt mal kurz gegenrechne, was hat mir das letztendlich gebracht? Ja, an barem Cash, nicht irgendwelches Wissen, ja, denn Wissen alleine bringt dich überhaupt nirgendwo hin, ja. Es gibt so viele Professoren und ich habe auch einige davon schon, oder Lehrer und Professoren, ich habe auch einige davon schon in meinem Leben kennenlernen dürfen, in diversen Unis und so weiter, schon als ich jünger war, die rumgelaufen sind wie ein Bettler natürlich, so ungefähr, ne? die also wirklich nie wirklich Geld verdient haben und eine ganze Menge wussten, ja. Ich glaube ja sogar Einstein ist irgendwie verarmt gestorben, glaube ich, soweit ich weiß. Bestes Beispiel, ja. Und ganz viele andere Erfinder und so weiter. Und ja, ich möchte einfach mal kurz hier eine Sache raus. Wenn ich jetzt alleine mal diese 1000 Stunden, mal angenommen, du verbringst 1000 Stunden im Jahr und schaust irgendwelche YouTube-Kanäle an, ja. Und gleich vorweg, ich muss mal die Brille kurz abnehmen. Und gleich vorweg, Wenn du das Gefühl hast, auch dieser Kanal, du bist Abonnent jetzt zum Beispiel von meinem Kanal und der bringt dich nicht weiter, deabonniere ihn bitte. Ja? Denn das Wichtigste im Leben, und da habe ich mich jetzt wirklich nochmal auch im Zuge der Corona-Krise und allem drum und dran und was ich eigentlich erreichen will in meinem Leben, nochmal wirklich, bin ich nochmal im Klaren geworden. Ja? Das Wichtigste im Leben ist Klarheit und im Zuge dessen Fokus. Ja, was willst du eigentlich wirklich im Leben erreichen? Was sind die Schritte, die dich dahin führen? Und dann fokussiere dich darauf, auf diese Schritte und zieh es durch. Ja? Und lerne und werde immer besser. Und in den letzten Wochen und so weiter, das sind jetzt einfach diverse YouTube-Videos rausgekommen von Kanälen, die ich wirklich tausende von Stunden verbracht habe in den letzten Jahren. Jetzt muss ich mal kurz ausziehen, hier ist fucking heiß geworden hier. Und sorry dafür. Egal, Stift ist runtergefallen, alles klar, alles gut. Ja, und kann ich auch rausschneiden, ne? Vielleicht auch nicht. Ja, und 1000 Stunden. Jetzt überleg mal angenommen, du bist jetzt Selbstständiger. Ja, und so mal der durchschnittliche Selbstständige in Deutschland verdient halt irgendwie 80 Euro. Machen wir mal 100 Euro brutto, ja, weil es einfach viel leichter ist zum Kalkulieren. 1000 Stunden, die du verbracht hast auf YouTube, mal 100 Euro, sag mal 50 Euro, weil 50 Euro verdient locker jeder im Schnitt, ja. Das sind 50.000 Euro, oder bei 100 Euro wären es 100.000 Euro. 100.000 Euro, die du quasi als Opportunitätskosten, das bedeutet Opportunity Cost, das ist die Zeit, in der du nichts verdienen konntest, weil du irgendwas anderes gemacht hast. Dich fortgebildet, was weiß ich. Ja, übrigens, das sind auch immer diejenigen, die immer rumschreien, investieren dich selbst. Ja, jetzt kommen ein paar Leute, sind immer so kurz so rumgehen. Investieren dich selbst, ja. Und letztendlich nie über Opportunitätskosten sprechen, wo du sagst, okay, ich investiere jetzt hier in irgendeine Schulung oder sonst irgendwas, das kostet mich 1000 Stunden Zeit oder 100 Stunden Zeit, mein Stundenlohn sind 100 Euro, das ist auf jeden Fall schon mal 10.000 Euro, kostet mich diese Fortbildung. Ja. On top of dem Geld, was mich diese Fortbildung kostet. Das heißt, schau auch, wenn du Fortbildungen gehst oder wenn du dich in YouTube-Videos oder sonst irgendwo informierst, ja,
Wie viel Zeit muss ich aufwenden und wie viel Wissen oder wie viel nützliches Wissen bekomme ich dafür dann als Return on Invest? Ja? Und ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viel, wo wir quasi zu gemüllt werden und zu geschüttet, ja, mit irgendwelchen Videos, ist es super wichtig. Also nochmal ganz kurz, ich möchte auf den Punkt kommen und nicht jetzt das Video 10-mal nochmal neu machen, weil ich keine Zeit dafür habe, ganz ehrlich gesagt. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Video auf meinem Kanal jetzt zwischen 50 und 100 Leute gucken. Und das reicht mir auch. Das ist auch völlig okay. Ja? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe in einem Saal oder bei der IHK oder wo habe ich schon mal einen Vortrag gemacht, bei der MVHS in München, ja, mache da einen Kurs und da sind teilweise nicht mal 10 bis 20 Teilnehmer drin. Ja? Wenn ich mir jetzt vorstelle, 50 bis 100 Teilnehmer, ist eine ganze Menge. Also wenn jetzt 50 bis 100 Leute dieses Video gucken, dann bin ich vollkommen zufrieden. Und wenn diese die Message mal klar und deutlich mitbekommen, ja, dass Klarheit, ja, nächste Schritte, Next Steps und Fokus auf diese Schritte, ja, nur das dich wirklich weiterbringt. Und jetzt ziehen wir ganz kurz noch ab. Also, und ich habe auch die Erlaubnis, das zu sagen. Es gibt einige Kanäle, die ich jetzt nicht namentlich nennen werde. Die haben jetzt in letzter Zeit Videos rausgebracht, die sich wieder völlig in dem widersprechen, was die gleichen Leute in den gleichen Kanälen gesagt haben vor noch ein, zwei Monaten, als sozusagen die Superkrise war. Ja? Und der eine davon hat sogar gesagt, also ich werde demnächst im Podcast ein Video veröffentlichen oder einen Podcast veröffentlichen, der heißt mit dem Titel Ich habe mich geirrt. Wow, cool, top. Ja, dafür gebe ich Geld aus, auf jeden Fall, ja. Also diese sogenannten Profi-Kanäle da draußen, ja, und diese ganze Finanzszene, was jetzt gerade abgeht, auch in den ganzen YouTube-Kanälen, ganz ehrlich, mir kommt da echt die Galle hoch, ja, weil ich letztendlich als normal denkender Mensch, ja, ich habe ja auch akademische Ausbildungen genossen und so ein bisschen denken und ein bisschen analysieren kann ich, glaube ich, auch, ja. Meiner Meinung nach weiß momentan keiner mehr irgendwas. Ja, keiner hat vorher gesehen, dass sich der Markt so schnell erholt. Keiner weiß, ob es jetzt nochmal eine zweite Welle gibt. Keiner weiß dies, keiner weiß das. Keiner weiß, ob Gold tatsächlich durch die Decke gehen wird oder nochmal komplett verfallen aufgrund deflationärer Tendenzen. Keiner weiß das, keiner weiß jenes. Keiner weiß irgend fucking was. Ja, und wollen aber trotzdem irgendwie ihre Newsletter, ihre Leserbriefe, ihre, was weiß ich, ihre Abonnentenzahlen monetarisieren, wachsen rasant in ihren Abonnentenzahlen. Und ich sage das nicht aus Neid, mir ist das sowas egal. Also, es gibt so viele Millionäre und erfolgreiche Leute auf der Welt, geht mir völlig am Arsch, weil ich konzentriere mich auf meine Sachen. Ja? Mir geht es aber darum, dass so viele Leute da reingezogen werden, diesen Strudel an Masseninformationen mittlerweile. Ja, also die nicht mehr Mainstream-News jetzt teilweise sozusagen zum Mainstream geworden sind, ja, indem sie einfach so präsent sind und Leute reinziehen, ja, teilweise zwei, drei YouTube-Videos pro Tag veröffentlichen und einfach niemanden irgendwo hinführen, weil sie sich auch ständig selber widersprechen, selber keine Ahnung haben, wohin welcher Markt gehen könnte. Es gibt eigentlich auch keine normalen Gesetze mehr in der Wirtschaft oder an der Börse, weil alles komplett ausgehebelt wurde über Massenüberflutungen mit Geld und Rettungsgeldern. Und das passiert eigentlich schon seit 10 Jahren so. Und ich möchte einfach nochmal abschließend euch allen dazu aufrufen oder euch einen Tipp zumindest geben. Schafft Klarheit, was ihr wirklich wollt im Leben. Die nächsten Schritte. Und Fokus. Und wenn ich diese eine oder diese andere, ja, check nochmal, wie viele Kanäle du abonniert hast auf YouTube und geh nochmal genau durch, welche du, sag mal, du hast 10 Kanäle abonniert und schau und fokussiere dich auf 2 Kanäle. Ja, 80-20-Regel, auch wenn die 80-20-Regel auch nicht immer stimmt, aber vielleicht hilft sie dir, dass du sagst, okay, ich von 10 Kanälen, die ich abonniert habe, und ich weiß, viele haben viele abonniert, ist auch ziemlich easy, behalte ich nur noch 20% der Kanäle, auf die konzentriere ich mich. Ja. Und dann nehme ich was mit. Und wenn mein Kanal unter den 8 Kanälen ist, die nicht wichtig für dich sind, dann bitte deabonniere meinen Kanal. Mir ist es sowas von egal, ob ich da 100 mehr oder weniger habe.
Mir ist wichtig, dass du weiterkommst da draußen. Und die Leute, für die ich meine Videos mache, das sind Leute, die haben in der Regel auch ganz andere Probleme, als den ganzen Tag nur YouTube-Videos schauen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen. Ciao.